Zweifach-Oscar-Preisträgerin Emma Thompson fiel die Scheidung von ihrem damaligen Ex-Ehemann, Schauspielkollege Kenneth Branagh, alles andere als leicht. Die 6-jährige Ehe ging aufgrund Branaghs Affäre mit Helen Bonham Carter in die Brüche. Das habe sie damals sehr mitgenommen, sagte Thompson dem New Yorker. Die 63-jährige habe sich nach der Scheidung gedemütigt und nicht liebenswert gefühlt. Die ersten Annäherungsversuche zwischen Branagh und Bonham Carter gab es bereits am Set von Mary Shelleys Frankenstein. Die Beziehung der beiden dauerte 5 Jahre an. Thompson sagte gegenüber dem New Yorker, Zitat, »Ich war völlig blind gegenüber der Tatsache, dass er am Set Beziehungen mit anderen Frauen hatte«, Zitat Ende. Seit der Affäre ihres Ex-Mannes hatten die beiden SchauspielerInnen auch bei der Harry-Potter-Reihe miteinander zu tun. Während Thompson die Rolle der verrückten Lehrerin Professor Trelawney spielte, erweckte Bonham Carter die Rolle der bösartigen Bellatrix Lestrange zum Leben. Thompson hat aber bereits erklärt, dass sie Bonham Carter schon lange verziehen habe. Ihren Schmerz und ihre Wut habe sie in die Rolle einer betrogenen Ehefrau, im Erfolgsfilm tatsächlich Liebe kanalisieren können. Ihr jetziger Ehemann Greg Wise, mit dem sie seit 27 Jahren liiert ist, habe, Zitat, die Scherben wieder aufgehoben und sie wieder zusammengesetzt, Zitat Ende. Sie haben sich bei den Dreharbeiten zu Sinn und Sinnlichkeit im Jahre 1995 kennen und lieben gelernt.